Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es um Parkside Performance und zwar um die neue 12 Volt Performance Klasse. Wie ihr seht, geht es heute um einen Orbitalsender, nämlich diesen Exzenterschleifer, den PAESP12LIA1. Und gleich nach dem Intro fangen wir damit an. Ja, ich denke, Parkside-Fans wird das nicht entgangen sein, dass es jetzt die neue 12-Volt-Serie von Parkside Performance gibt. Performance natürlich deshalb gut, weil wir natürlich eine wirklich verlängerte Garantiezeit haben, nämlich von 5 Jahren. Das kann mitunter wirklich schon sehr, sehr sinnvoll sein. Gerade in diesen Preiskategorien geht ja gerne mal, wenn man die Geräte länger benutzt hat, dann auch doch mal was kaputt. Schade ist natürlich immer, dass Parkside oder Lidl dann meistens nur den Geldbetrag erstatten und nicht dann irgendwie ein neues Gerät schicken und man dann das wieder in seine Werkstatt mit integrieren kann, sondern man hat vielleicht eine neue Generation oder vielleicht gar nicht mehr dieses Gerät oder so. Muss man dann sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben auch zudem hier bei diesen Geräten in der Performance-Klasse immer einen digitalen Motor, das heißt einen Brushless-Motor verbaut. Der ist natürlich deutlich wartungsärmer und meistens etwas kraftvoller als normale Kohlemotoren oder Kohlekontaktmotoren. Hier müsst ihr allerdings immer noch einen Akku und ein Ladegerät dazu kaufen. Viele von euch werden das Ökosystem vielleicht schon daheim haben und haben Akkus und Ladegeräte, wie gesagt, schon zu Hause. Ihr könnt die X12-Volt-Team-Akkus hierfür benutzen. Die kommen dann theoretisch hier auch noch mit in den Koffer rein, werden wir uns dann gleich mal angucken. Wir haben hier auch noch ein Schleifblatt mit dabei und wir werden dann gleich mal gucken, wie dann hier die Performance grundsätzlich ist. Wir haben einen Schwingkreis von 2,5 mm, 125 mm ist der Durchmesser. Das sind die ganz handelsüblichen Scheiben. Ich verlinke euch natürlich einiges unten auch an Zubehör. Neben dem Gerät, wo ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen könnt, ist dann auch immer einiges an Zubehör gleich mit dabei, was dann sinnvoll dafür ist. Und es ist dann natürlich auch so, Preise ändern sich von Zeit zu Zeit, deswegen nimmt den Preis jetzt hier von 48 Euro, was er derzeit hier bei Lidl kostet, dann nicht für bare Münze. Das kann sich ganz schnell ändern. Parkside-Fans, die wissen das, mal kostet das Gerät dann auf einmal 90 Euro, mal wird das dann verramscht für 29 Euro oder sowas. Das kann natürlich hier auch passieren. Deswegen den tagesaktuellen Preis könnt ihr euch abrufen, wenn ihr unten der Verlinkung folgt. Ja, weitere technische Details findet ihr dann natürlich auch unten dann, wenn ihr der Verlinkung folgt, direkt auf der Produktseite. Lasst uns das Gerät jetzt mal auspacken und mal ein bisschen genauer angucken. Ja, auch dieses Gerät kommt wie alle Performance-Geräte in so einem Köfferchen, welches diesmal hier dann schwarz-rot gehalten ist. An den Seiten ist immer ein Aufkleber drauf, was da drin enthalten ist. Gucken wir hier mal rein. Der Koffer sieht ja doch recht großzügig aus, möchte ich dann mal sagen. Da haben wir dann hier oben drin immer die Bedienungsanleitung. Gerät gucken wir uns dann gleich an. Einmal die Bedienungsanleitung, da könnt ihr lidl-service.com aufrufen oder jetzt diesen QR-Code scannen, dann könnt ihr hier auch schon mal reingucken. Ist bei manchen Sachen gar nicht falsch, wenn man da vorher schon mal in die Bedienungsanleitung guckt. Dann haben wir noch einen Umschlag mit dabei und da ist sage und schreibe ein ganzes Schleifblatt mit drin. 120er Körnung ist das. War Lidl sehr spendabel diesmal. Also das verstehe ich nicht. Man kauft sich so ein Performance-Gerät, dann können die das eben 10 Cent teurer machen oder was und dann sollen die da 5 Schleifscheiben reinlegen oder Schleifblätter, wie es ja korrekt heißt. Weiß ich nicht, mit einem kann man zwar gleich irgendwie was mitmachen, aber das ist nicht schön. Da kann man ein bisschen mehr für das Geld erwarten. Gucken wir uns dann hier mal die Staubfangbox an. Die sieht dann so aus. Die kann man dann öffnen, indem man das Ganze hier einmal trennt. So funktioniert das. Was hier schade ist, dass hier kein weiterer Staubsaugadapter mit dabei ist. Wir können uns das gleich mal angucken, ob da ein Staubsauger auch drauf passt. Aber ich habe ja schon das andere Gerät hier auch einmal vorgestellt, da war das eben nicht so. Ja, und ansonsten ist hier hinten so ein Faltenfilter drin, den kann man dann natürlich ausklopfen oder man kann den hier wohl auch mit bisschen Mühe auch rausoperieren sozusagen. Und dann kann man den auch mal so ein bisschen abboosten mit ein bisschen Pressluft, ganz vorsichtig auf jeden Fall. Und wer will, kann da vielleicht noch so einen Darmstrumpf oder so einen Probiersocken, wie es dann beim Schuster oder bei den Schuhläden dann oft gibt, dann einmal drum ziehen, dann setzt der sich nicht ganz so schnell zu, nur so als Tipp nebenbei. Ja, und dann haben wir das Gerät hier. Ich werde jetzt erstmal hier das Köfferchen einmal zur Seite bringen, dann sieht man das alles ein bisschen besser.
stecken wir gleich mal hier das Ganze auf. Hier ist das nämlich das Problem, was ich eben angesprochen habe. Hier ist das Ganze dann so ein bisschen abgeflacht und wenn man da jetzt natürlich einen Staubsauger irgendwie drauf adaptieren will, dann wird das natürlich nicht halten, außer man baut das irgendwie durch Adapter oder ähnliches um. Ansonsten ist man tatsächlich dann auf diese Box hier angewiesen. Ihr könnt das zum einen dann so drauf bringen oder ihr könnt das natürlich auch so rum drauf bringen, dann ist das so ein bisschen zur Seite. Gewollt ist es wohl aber mehr so und man muss wirklich darauf achten, dass man das wirklich fest hier aufsteckt. Ja, und ansonsten, für mich ist das schon ein bisschen zu nah. Das ist locker. Oh, Mensch, Leute. Das ist mir zu nah. Guck mal, das ist mir zu nah. Jetzt müsste ich jetzt tatsächlich da schon... Das hält auch nicht. Das gibt's doch nicht. Beim anderen hat es gehalten. Ah, ich muss das so ein bisschen drauf wackeln, dann geht das. Und dann ist das hier natürlich... Also das... Guck mal. Gut, ich habe große Hände. Wenn ihr kleine Hände habt, ist das sicherlich kein Problem. Aber ich müsste jetzt das wahrscheinlich... Jetzt kriege ich es nicht ab. Eben kriege ich es nicht drauf. Jetzt kriege ich es nicht ab. So. Ich müsste das wahrscheinlich dann tatsächlich so machen. Das würde ja auch gehen. Aber man muss natürlich dann ein bisschen mehr Platz mit einrechnen. Ich mache es jetzt trotzdem mal so. Hier für die paar Minuten wird das gehen. So. Und dann haben wir hier den Schleifteller. Der ist natürlich hier gelocht. Und dadurch... passiert dann hier die Absaugung. Das werden wir natürlich auch gleich mal ausprobieren. Hier ist so ein Lüfterrad mit drin, der kühlt einmal den Motor und zum anderen wird er dann hier für die Saugleistung verantwortlich sein, dass dann hier alles abgesaugt wird und hier in diesem Behälter, in die Fangbox hier transportiert wird. In der Regel funktioniert das ganz gut und in dieser Preisklasse ist auch Plastik hier tatsächlich dann angesagt und der Schleifteller ist, würde ich sagen, ist ein Softer. In der Regel kann man den wechseln, wenn man hier diese vier Schrauben rausmacht, dann kann man diesen ganzen Schleifteller abziehen. Müsst ihr natürlich gucken, ob jetzt hier irgendwo ein Schleifteller zu bekommen ist, der dann vielleicht nicht so soft ist. Es gibt die Medium, es gibt die in Hart und dann gibt es die noch mit mehr. So Multiloch-Aufsatz gibt es dann noch. Müsst ihr mal gucken, ob ihr sowas dann bekommt. Ich denke mal eher von Parkside selbst sicherlich nicht. Ja, und ansonsten können wir uns das hier noch angucken. Hinten kommt der Akku rein, hier oben ist das Bedienfeld. Ja, hier oben kann man das Ganze noch festhalten, hier an dem Knubbel. Das Ganze ist hier gummiert. Und dann können wir mal gucken, wie das hier mit einem 4 Ampere-Stunden Akku aussieht. Schieben wir den mal rein. Das ist auch genügend Abstand, sodass der hier dann auch geführt werden kann. Das ist ja auch immer wichtig. Ich hatte hier schon Geräte, da war der Akku dann größer als hier dieser Abstand. Und dann hat der Akku quasi so auf dem Werkstück aufgelegen, hat dann geschrammt. Dann waren die dafür natürlich nicht tauglich. Aber wir haben ja noch den 2 Ampere-Stunden Akku. Dadurch könnt ihr das Ganze dann natürlich auch noch etwas weiter hinten anfassen. Das wäre natürlich dann auch möglich. Ja, und ansonsten kann man nichts einstellen. Man kann hier oben dann die Geschwindigkeit so ein bisschen regulieren. Ich schalte den erstmal ein. So, macht jetzt erstmal eine Menge Wind, der Kleine. Und er will arbeiten. Guck mal, er will jetzt, wenn ich den jetzt hier auf die Hand lege, bewegt er sich so ein bisschen hin und her. Das ist jetzt Stufe 1. Ich finde das schon recht schnell. Machen wir die nächsten Stufen. Ja. Gut, der steigert sich langsam, nicht wahr? Aber warte mal. Von 5 auf 6. Gar kein Unterschied. Was ist das? Guck mal. 4 auf 5. Deutlicher Unterschied. 5 auf 6. Nix. Merkwürdig. Na gut, vielleicht soll das so sein. Aber jetzt will er natürlich hier seine Orbitalbahn dann bestreiten. Wenn ich den jetzt hier locker auflege, sieht man das. Von Prinzip her kann man jetzt erstmal nicht meckern. Der wird sicherlich seinen Dienst auch tun. Ich werde mal das eine Schleifblatt, was dabei ist, wenn ich es finde, jawohl, das werde ich jetzt hier einmal aufsetzen. Und dann gucken wir uns den mal in Aktion an. So, pass mal auf, ich habe jetzt hier so ein Testholz. Das habe ich hier schon mit dem Schwingschleifer hier einmal ausprobiert. Der hat funktioniert. Der hat Abtrag geliefert auf jeden Fall. Jetzt gucken wir uns das hier mal an den Seiten an und gucken dann auch mal. Normalerweise müsste ja dann etwas daneben fallen. Hier ist alles eigentlich sauber. Ich mache das mal noch ein bisschen nach hinten, damit man das hier besser sieht. Achtet mal darauf, ob ein bisschen was daneben fällt. Eigentlich, wenn ich hier die Kante schleife, müsste das ja so sein. Machen wir gleich mal hier volle Pulle. Ist er eigentlich nicht zum Kantenschleifen da, aber wir probieren es dennoch mal aus. Funktioniert hat es auf jeden Fall. Das Schleifblatt setzt sich hier ein bisschen zu. Sinn ist ja der Sache, dass das Ganze hier, wie gesagt, so eine elliptische Bahn beschreitet und nicht unbedingt
eine Kreisbahn. Dadurch würde man dann natürlich hier irgendwelche Schleifspuren dann auf dem Material sehen. Und ihr seht, hier ist einiges daneben gegangen. Also das hat er natürlich dann nicht aufgesaugt. Auch hier ist einiges daneben gegangen. Aber das ist klar, wenn man die Kanten damit schleift. So, jetzt probieren wir mal hier oben die Fläche aus. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Man hat viel Gefühl hier drin, der lässt sich leicht führen. Auch die Geschwindigkeit ist jetzt angenehm, ist jetzt die höchste Geschwindigkeit. Jetzt können wir hier natürlich nicht den höchsten Abtrag erwarten bei 120er Körnung. Aber ihr seht, ich habe hier in kürzester Zeit schon Abtrag. Machen wir hier nochmal am Rand. Und ihr seht auch, dass hier kein Staub in der Luft liegt, sondern das Ganze tatsächlich vernünftig abgesaugt wird. Guck mal. Oh, das funktioniert sehr gut. Soll reichen. Abtrag haben wir gehabt. Schleifblatt hat sich jetzt so ein bisschen zugesetzt. Das könnt ihr mit dem HT-Rohr dann so ein bisschen sauber machen, wenn wer das will. Ansonsten nehmt einfach dann, wenn das zugesetzt ist, ein neues Blatt. Meistens sind ja dann auch die Körnchen dann runter oder sowas. Muss man dann sehen. Und es hat sich hier deutlich was abgesetzt. Schaut euch das mal an. Ich werde den jetzt hier einmal rausbringen. Wie gesagt, einen Staubsauger sollt ihr hier offensichtlich nicht adaptieren. Ansonsten müsste man mit einem Adapter sowas basteln. So, dann mal gucken, ob ihr sowas gebrauchen könnt. Dann schaut mal hier. Du hast einiges drin. Und das ist natürlich eine tolle Leistung. Das heißt, es ist das meiste, was hier an Schleifstaub hier entstanden ist, ist tatsächlich hier im Fangbehälter gelandet. Und genauso soll das ja auch sein. Und wenn man jetzt hier natürlich sieht, ein bisschen was wird jetzt hier, da muss man da mal drüber wischen, dann mit dem Tuch oder was. Aber das bei anderen Geräten auch so. Wichtig ist für mich, dass jetzt hier nicht irgendwie noch etwas in der Luft liegt. Das ist klar. Und das ist hier eigentlich auch nicht der Fall. Dennoch solltet ihr beim Schleifen natürlich immer eine Schleifstaubmaske tragen. Denn gerade wenn man auch sowas hier wie beschichtete Platte dann abschleift oder sowas, können natürlich dann doch mal irgendwelche Partikel in der Luft liegen, die nicht so gesund sind. Und das kann man natürlich mit solchen Masken dann verhindern. Verlinke ich euch auch unten. Und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr sowas gebrauchen könnt. Ja, ansonsten erstmal ein grundsolides Gerät. Hat jetzt alles funktioniert, was wir damit ausprobiert haben. Dennoch hat sich hier einiges an Staub auch außen dran abgesetzt. Das Ganze lädt sich ja dann auch statisch auf. Kann ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein, keine Ahnung, beantwortet ihr mir das. Schreibt mal fleißig in die Kommentare, was ihr zu diesem Gerät hier denkt, ob ihr euch das gekauft habt, was ihr zu den anderen Geräten hier von der Parkside Performance 12 Volt Klasse haltet, könnt ihr auch gleich mit reinschreiben. Ansonsten kommen jetzt demnächst noch einige Videos zu diesem Thema, deswegen wer noch nicht hat, jetzt den Kanal abonnieren. Ja, ansonsten, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change.